So, willkommen, jetzt geht's wieder weiter, dritter Teil. Vierter müsste das sogar schon sein. Ein Feuer. Ich muss ein Feuer anzünden vor dem Haus. Hier. Cody, was zur Hölle? Vertrau mir! Ich weiß, was ich tue! Wir müssen sofort alle rein! Der Sturm wird gleich hier Lass sein! Lass ihn machen, Jay! Shimasani! Du kannst reden? Ein Stock, Jody! Du brauchst doch einen Stock, um die Symbole zu zeichnen! Viel habe ich ja nicht mehr zur Auswahl. Ich glaube, A war richtig, ne? Das war's. Jo. Jetzt die Talisman. Ich muss überlegen, wo jeder der Medizinmänner stand. Fangen Sie jetzt mit dem Gesang an!
wir haben es geschafft. Heftig, heftig. Alter, war das krass. Es kann sogar sein, dass sie jetzt eidenlos ist. Boah. Solange sitzt, tut das weh am Arsch. Weil kann ja sein, dass Aiden irgendwie mit reingezogen wurde in dieses Portal. Wahnsinn. Ah, sie hat es überlebt, Gott sei Dank. Ich wünschte, ich hätte euch helfen können. Dank dir verstehen wir jetzt, was passiert ist. Ich hab's wohl... Das ist viel wert. ...vollständig versiebt. Wir halten durch und leben mit dem Ding. Und hoffen, dass es einmal wirklich nicht mehr zu uns zurückkommt. Aber es wurde doch in die Falle gezogen, also jedenfalls in das offene Portal. Muss doch weg sein dann. Was planst du? Wo willst du jetzt hin? Ich weiß es nicht. Ich hab gedacht, meine Gabe wäre ein Fluch. Ich hab langsam gehofft, dass ich damit auch jemandem helfen kann. Aber die letzten Tage zeigen, dass das nicht stimmt. Okay, aber Aiden hat uns sehr geholfen, muss ich sagen, also... So ein Geist als Freund hast? Hm. Hey, Jody! Du hast nicht gedacht, du müsstest laufen, oder? Alter, die ist ja uralt. Krass. Hat ziemlich gedauert, aber ich habe es zum Laufen gebracht. Hätten sie ja wahrscheinlich über ein Fahrrad schenken sollen. Sie ist als kleinen Dank an. Okay, ist halt... Bisschen rostig, ne? Er springt gleich an. Ah, der Vater hat auch überlebt, sehr gut. Das war ja so ein bisschen meine Sorge, dass der das nicht überlebt, aber... Könnte jetzt ohne Fluch leben. So. Trennung, okay. Bereit? Ja. Cole? Okay, ich nehme auf. Die mal mit ihren Experimenten. Konzentrier dich jetzt, Jody. Du musst mir sagen, ob du etwas Bestimmtes spürst bei einem dieser Objekte. Sehen, Aiden? Jetzt müssen wir es wieder verbinden. Ist gar nicht so einfach irgendwie, den Strahl so zu steuern, dass sie den an den Kopf kriegt. Dann nehmen wir erstmal den rechten hier. Dann den linken. So müsste es funktionieren. Danke, sie ist echt total schön. Mach's auf. Jody. Alles okay? Ja, ja. Mir fehlt nichts. Konntest du was sehen? Kleines Mädchen. Es war ihre Spieluhr.
das seine Tochter, oder? Ja? Nathan? Okay, ich sag's ihm. Nathan, jemand namens Ryan Clayton will dich sehen. Er sagt, du weißt, worum es geht? Ja. Ich bin gleich wieder da. Und die Station schließen, kann das sein? Das Kapitel heißt ja Trennung, würde ja passen. Oder dass man sie abkommandiert zum Militär. Wir können ja mal zuhören, ja. Hören Sie. Ich hab's ihr noch nicht gesagt. Ich brauche noch etwas mehr Zeit. Nein. Professor Dawkins, sie muss heute mitkommen. Das ist mein Auftrag. Gott, sie ist doch noch ein Kind. Mein Assistent und ich, wir sind die einzige Familie, die sie hat. Sie hat doch keine Ahnung von dem, was draußen ist. Klar. Dawkins, ich verstehe, was Sie meinen. Okay, im Ernst. Aber Auftrag ist Auftrag, hm? Bringen Sie sie zu mir oder muss ich sie holen? Jody, kannst du mal herkommen, bitte? Ja, ich bin ja nicht doof. Ich habe ja schon alles gehört. Was ist denn los, Nathan? Ist was passiert? Jody? Das ist Ryan Clayton von der CIA. Die Agency will dich als Teil ihres militärischen Schulungsprogramms in Camp Peary. Ryan wird ja, sicher jetzt vorausgesagt, um dich kümmern, Jody. Du musst mitgehen, Kleines. Heute. Was ist mit den Experimenten? Ich dachte, dass wir ein Team sind. Tut mir leid, Jody. Ich kann nichts dagegen tun. Ich bin kein Kind mehr. Ich bin fähig, allein zu entscheiden. Niemand kann mich zwingen zu gehen. Jody, ich weiß. Ja, die wird immer überall rausgerissen und macht immer schlechte Erfahrungen mit Menschen. Trotzdem hat sie ein gutes Herz. Für dich. Keiner schreibt mir vor, was ich mit meinem Leben anfange. Scheiße, hören Sie, Miss Holmes. Ich habe keine Zeit für Ihren lächerlichen, kindischen Blödsinn, okay? Sie können Gift verspritzen, wie Sie wollen, aber Sie werden machen, was man Ihnen sagt. Ich hole schnell mein Zeug. Wir gehorchen mal. Hätte er ihr das vorher gesagt, hätte sie schon darauf vorbereitet, wäre das anders gelaufen. Nur das Nötigste. Alles andere ist in Camp Perry. Warum sind sie denn noch nicht hier? Wir müssen noch was einpacken. Ach ja, wir haben ja nur die Tasche genommen. Wir müssen die wahrscheinlich noch packen. Was ist das, oder?
Foto nehmen. Nehmen wir auch nochmal mit. Als Erinnerung. So, ein paar Reinigungsmittel hier. Mit unserem Stofftier nehmen wir das auch noch mit. Ja. Alte Erinnerung. Komm her. Hey, nee, das wollte ich mitnehmen. Warum hat er das denn nicht eingesteckt? Ja, alles klar. Ich habe nach unten gezogen und da hat er es dann wieder aufs Bett gelegt. Reicht's aber, ne? Komm, gehen. Wir können es uns nicht beeinflussen. Auch wenn wir sagen, wir gehen nicht. Keine Sorge. Du machst das sicher gut. Ja, es war ja wirklich ein Familienersatz für sie. Du wirst mir ja so sehr fehlen, Prinzessin. Der war ja auch in Ordnung. Ich komme dich besuchen, sobald ich kann. Ich lasse dich nicht im Stich. Das weißt du, oder? Ich werde immer für dich da sein. Wir müssen los. Jetzt haben wir eigentlich alles durch schon, ne? Also, als kleines Kind, wie sie aufgewachsen ist. Die Schulzeit haben wir irgendwie noch nicht so richtig durch. Abendessen, okay. Ja? Jody. Hey, hier ist Ryan. Ryan? Hast du meine E-Mail bekommen? Welche E-Mail? Die von vor 3 Tagen. Also ich habe gerade Probleme mit meinem Computer. Was stand in der Mail? Essen. Heute schickes Restaurant. Naja, heute ist es zu spät dafür. Vielleicht ein andermal? Scheiße. Scheiße, tut mir echt leid. Warum kommst du nicht einfach nachher zu mir zum Essen? Du wolltest doch sowieso mein Apartment mal sehen, also... Klar, aber... Wie wer es so macht? Okay, ja, ich bringe uns einen super Wein mit. Bis später. Na, endlich mal ein bisschen verliebte Gefühle. Ist auch mal schön. Ich weiß, du warst das mit meinem Computer. Dir ging's um diese Mail von Ryan. Das geht dich nichts an, Aiden! Ich kann tun, was ich will. Verdammt! Verdammt! Wir fangen das nicht wieder an! Ich gehöre nicht dir, Aiden!
Ich kann Beziehungen haben, mit wem auch immer ich will. Das ist mein Leben. Hörst du mich, verflucht nochmal? Das ist mein Leben. Weißt du was? Zufällig finde ich Ryan echt gut. Er ist charmant, er ist intelligent, er ist witzig. Und ich glaube, ich habe mich verliebt. Okay. Okay. Es ist 7 Uhr. Ich habe eine Stunde und mach Dinner, räum hier auf und mach mich noch hübsch. Alter, das ist aber... ziemlich chaotisch alles. Bücher. Okay, ins Bücherregal. Bücher ins Bücherregal, ja. Ah, die Steuerung hakt wieder so ein bisschen. Ah, okay, geht's. Toll. So kann man natürlich auch aufräumen. Was ja überhaupt nicht auffällt. Warte mal. Was nicht hinlegen. Ganz cool, Jody. Okay, jetzt komm runter. Kein Grund zur Panik. Du wirst das schon schaffen. Genau. Ich wollte eigentlich nur die Hose anziehen, aber es ist da lag. Okay, Dreckwäsche in den Korb im Badezimmer. Okay, da. Boah, das ist eine schöne Badewanne hier. Ja, echt schick aus. Guck mal, der macht dich nochmal hübsch. Oh mein Gott. Mein Gott, das Dinner. Da ist bestimmt noch irgendwas in der Küche. Oh, das, die Fliesen sehen ja, das ist eine 1 plus mit Sternchen hier. Mal gucken, wo ist denn... Ach, da ist die Küche. Mann. Mann, Aiden, jetzt sei doch nicht so ein Arsch. Genau, den Abfall in die Küche. Welche ist die Küche? Da ist auch gleich der Eimer. Alter, nimm da aber erstmal einen kleinen Schluck. Stellen wir natürlich erstmal hin. So. Ich muss etwas finden, das höchstens eine Stunde dauert, mit den Resten aus dem Kühlschrank. Ah, sie hat Pfanne. Das sieht gut aus. Und es ist nicht zu kompliziert. Curryhühnchen mit überbackenem Gemüse. Das muss etwas länger in den Ofen, aber klingt machbar. Pizzalieferung. Ich meine, nicht direkt was für Gourmets, aber kein Vorbereiten, kein Abwaschen. Ja, klingt doch ganz gut. Über die Pizza. Pizza. Ich meine, es ist der einfachste Weg, aber er wird nicht meckern. Ich rufe da an.
Weißt du, du verschwendest deine Zeit, Aiden. Ich habe heute trotzdem ein Date mit Ryan. Ja. Finde ich auch ein bisschen albern, jetzt muss ich sagen, also. Telefon müssen wir jetzt finden. Ach, das steht da. Oh, großer Gott, ich kenne die Nummer im Schlaf. Hey, ja, ich möchte eine große Pizza. Die, Super Supreme. Zwischen 8 und 8:30. Ja. 6192 Columbus Street. Ja, 9. Stock. Okay, cool. Gut, danke. Ja, da war die Welt noch in Ordnung. Nicht gerade eine Meisterleistung, aber es gibt was zu essen. Oh, er kommt schon. Mist, er ist zu früh. Ich komme! Das Badezimmer, aber wo ist denn die Tür? Schlafzimmer? Ah, hier. Aiden wieder, ne? Oh, ganz toll, Aiden. Okay, du hast mich. Jetzt öffne die Tür. Aiden! Aiden, komm schon, mach auf! Du willst Spielchen spielen? Das kann ich auch. Badezimmer duschen. Ist die Dusche. Das hat ja vom Zeitplan her noch ganz gut geklappt. Es geht doch nichts über eine Pizza. Ich muss mich umziehen. Ja, mich hat's nur gewundert. Sie war doch erst am Kleiderschrank. Ja, verstehe ich wieder nicht. So, wenn ich jetzt hier reingehe. Ach da. Was zieht?
ziehe ich an. Oh, was sexy. Oh, hi Ryan. Ich habe auf dich gewartet. Heiß. Heute sieht er eine vollkommen neue Seite von mir. Lass gut sein und gib auf, Aiden. Okay? Das Date wird stattfinden. Basta. Ja, ziehen wir Schuhe an oder bleiben wir so barfuß? Frage ist natürlich, ob wir nicht ins Badezimmer müssen. Muss sie sich noch schminken oder so? Ja, keine Ahnung, bin ja keine Frau, also. Ich glaube, Badezimmer war wieder in dieser Richtung. Ach, da ist er schon. Also, Badezimmer, ich verlaufe mich hier immer wieder, Mensch. Die Hütte, naja, ist ja auch nicht meine. Aiden, benimm dich bitte. Das hier bedeutet mir was. Ich verlasse mich auf dich. Hey. Chateau Margaux 2001. Der Verkäufer sagt, das war ein hervorragendes Jahr. Das ist doch der Typ, der dafür gesorgt hat, dass sie sozusagen da rausgeholt wird aus dem Camp. Und dann zum CIA kommt. Naja, okay, so kann man sich auch verlieben. Über die Arbeit kennengelernt. Setz dich doch hin. Ich hol das... das Ding für die Weinflasche. Flaschenöffner. Cooles Apartment. Hä? Ja, danke. Aiden. Verfluchte Scheiße. Da wäre ich aber auch sauer, wenn ich so einen Geist hätte. Bestimmt teuer, so eine Hütte. Gucken wir mal hier rum. Soll ich hier aufmachen? Nein, nein, ich mach schon. Okay. Ja, sehr gut. Danke. Auf dein neues Apartment. Auf mein neues Apartment. Bist du eingezogen? Oh, vor ein paar Wochen. Ja, die Agency hat sie mir besorgt, voll möbliert und das ist eigentlich das erste Mal, dass ich eine Wohnung habe für mich allein. Das ist komisch, aber ich gewöhne mich dran. Langsam. Was ist mit dir? Wo wohnst du? Oh, ich habe ein Haus, etwas außerhalb. Ja, klein. Stammst du von hier? Nein, ich stamme aus Oregon. So, ich bin Aiden und ich will aber nicht Aiden sein. Ich bin früh weggezogen mit 16. Kannst du hier abschalten. 16? Bist du zu Hause rausgekommen oder sowas?
war ziemlich chaotisch. Mein Stiefvater verprügelte mich, wenn er mal wieder zu viel Intus hatte. Und ich wollte lieber ausziehen, bevor einer von uns zu weit geht. Moment. Hey, wie geht's euch? Also ich hab's nicht geschafft, das Ganze zu versauen. Danke. Sehr gut. Ich hab Pizza bestellt. Ich hoffe, dass... Nein, Pizza ist gut. Keine Sorge. Schon eine schicke Wohnung. Wie lange arbeiten wir jetzt zusammen? Deine Eltern, hast du noch Kontakt? Nein. Nein, gar nicht. Ich glaube, sie hatten eine Todesangst, wenn ich so anders. Die Aiden nicht anders aufhalten? Bist du sicher, dass alles okay ist? Ja, alles ist gut. Aiden ist nur... Er ist noch ein bisschen unruhig. Alles okay, wirklich. Hat Nathan dir je richtig erklären können, was es eigentlich ist, dieses... Ich kann es nicht ändern. Ich will das eigentlich gar nicht. Jody, ich glaube, es ist was mit Aiden. Warte eine Sekunde. Hör zu. Mir reicht's jetzt mit dir und deiner gottverdammten Eifersucht. Warum gehst du nicht einfach zurück und verschwindest dahin, wo du fieser Poltergeist herkommst und lässt mir endlich meine Ruhe? Verschwinde hier! Bist du vielleicht taub? Hau gefälligst ab! Also, ist er jetzt hier und hört uns zu? Ja. Das waren sicher nur die Teller. Der Stapel war bestimmt zu hoch. Aiden gefällt es nicht, dass ich hier bin, oder, Jody? Das ist jetzt, was Aiden will. Und was ist mit dir? Hast du Familie hier? Nein, meine Eltern sind noch in Oregon. Ich sehe sie so selten wie möglich. Kann ich Aiden denn nicht stoppen, ey? Ich will nicht hier irgendeine Scheiße bauen. Nein. Ja, ich meine, ich war es. Ja, meine Ex-Frau und ich sind... Ja, Aiden hat einen Bonus gefunden, ja, toll. Und du? Hast du jemanden? Ich hab Aiden, also. Ich meine, aus unserer Welt. Naja, Aiden kann das. Er hat die Leute immer vertrieben. Oder es liegt einfach doch an mir. Vielleicht bin ich zu anders, um für jemanden interessant zu sein. Du bist toll, Jody. Aiden hat nichts damit zu tun. Ja, Zeit, dass sie sich mal verliebt, der in der Zeit immer noch Probleme gehabt. Dass jetzt wieder so ein entspannter Moment ist, dann ist die Frage, was passiert erst wieder?
Im nächsten Extremmoment. Oh, ich habe keine Lust, einen... Die einfach nur ein bisschen rumfliegen und gar nichts machen. Müssen noch einen Bonus suchen. Ja, es funktioniert. Also man kann mit einem auch rumfliegen, ohne ihn einzusetzen und Probleme zu machen. Das ist doch super. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Nachtsitzung, okay. Es geht immer noch weiter. Also das, ich bin sehr erstaunt, wie lange das Game geht. Sieht aber verdammt echt aus von der Grafik her. Wow. Richtig fett. So, aber... Bevor wir das Ganze hier weiterzocken, würde ich sagen, wir beenden das Ganze erstmal wieder. Und zocken es dann später nochmal weiter. Wir machen jetzt hier erstmal Pause an der Stelle. Ja, weil wir ein paar Stunden jetzt schon gezockt. Jetzt müssen wir mal ein bisschen was trinken, was essen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall später wieder. Bis dahin.